Ja, ich habe auch in dem Spiel gespielt, ich glaube bis zur Verlängerung. Dann wurde ich, glaube ich, ausgewechselt. Im Elfmeterschießen war ich, glaube ich, nicht mehr dabei. Aber ja, war ein Wahnsinn, das Spiel. Zweitligist Union Berlin im Elfmeterschießen gewonnen, war einfach für einen Einstand quasi zum neuen Verein, war einfach, ja, war super. Ja, bevor ich nach Essen gewechselt bin, habe ich ja bei Duisburg gespielt und ich sag mal so ein halbes Jahr vorher habe ich mich ja schon mit RWE beschäftigt und ja auch alles beobachtet mit den Fans, dem gesamten Verein und da habe ich eigentlich schon gewusst, dass ja, RWE so mein Zuhause werden kann. Und ja, bin jetzt immer noch hier, glücklicherweise und auch stolz drauf. Ja, ist natürlich schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit mal zurückblicke, dann entscheiden natürlich oft Kleinigkeiten, um die wichtigen Punkte einzusammeln, um Erster zu werden. Das hat bis jetzt leider nicht geklappt. Viel ist auch dazu hingegangen, dass wir keine Tore gemacht haben, fand ich. Wir haben viele Chancen gehabt, aber die Tore nicht gemacht und ja, so kannst du im Endeffekt halt auch nicht aufsteigen. Ja, ich finde, Rot-Weiß Essen gehört einfach höher, gehört nicht in die vierte Liga. Alleine mit dem Umfeld, mit den Fans, der gesamte Verein, was hier entstanden ist, mit der Insolvenz jetzt quasi für mich 9 Jahre später, was hier aufgebaut ist. Und ich glaube, irgendwann werden wir es schaffen. Ich hoffe, im nächsten Jahr. Ich glaube schon richtig viel, weil in welchen oder welcher Viertligaverein kann behaupten, dass über 10.000 Zuschauer kommen und auch auswärts ja, 1.000 bis 2.000 Leute immer dabei sind. Ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, ist natürlich schwierig jetzt auch für mich. Ich durfte ein Jahr im alten Stadion spielen. Ich fand in dem Jahr, das war eine mega Atmosphäre, komplett anders als jetzt. Ich fand damals war es alles ein bisschen enger irgendwie. Die Atmosphäre war, ja, war schon einmalig, fand ich, auch wenn ich nur ein Jahr da gespielt habe. Aber trotz allem im neuen Stadion ist auch eine Riesenstimmung. Nur da ist alles halt ein bisschen weiter auseinander. Aber ja, halt alles viel moderner. Und ich glaube, in der heutigen Zeit war es der richtige Schritt, da was Neues zu machen. Ja, man liest ja schon ein bisschen, wenn man zum Verein wechselt, da möchte man ja schon wissen, irgendwie, was der Verein geschafft hat. Man kennt natürlich auch so ein paar Sachen, die deutsche Meisterschaft oder den Pokalsieg von Rot-Weiß Essen. Und ja, mein Ziel ist, irgendwie eine neue oder neue Aktion zu schaffen mit dem Aufstieg. Ich glaube, da gibt es einige. Mit dem Union Berlin-Spiel will ich schon sagen, dass das schon ein Highlight war, gegen eine Zweitligamannschaft zu spielen. Aber auch, ich fand diese Saison auch, hatten wir viele Last-Minute-Siege, die wir feiern durften. Und die bleiben natürlich auch in Erinnerung. Das RWO-Pokalspiel, das wir hier zu Hause bestreiten durften, im Elfmeterschießen haben wir auch gewonnen. Das ist so, was ich in Erinnerung behalte. Ja, ich glaube, diese Saison habe ich mich eigentlich so fit gefühlt wie noch nie. Auch ja, mit fast 33. Ja, ich habe schon vor, eigentlich noch 2 bis 3 Jahre Fußball zu spielen. Wenn ich so fit bleibe, dann ist das, glaube ich, auch machbar.